Dein Evan Oven N3, N4, N5 ist gerade frisch bei dir angekommen, du hast ihn ausgepackt und wenn du ihn einschalten willst, geht das nicht. Oder er ist im Betrieb einfach ausgegangen und lässt sich nicht wieder einschalten. Dann erkläre ich dir in diesem Video, was sehr wahrscheinlich der Grund dafür ist und wie du das Problem ganz einfach lösen kannst. Aus Sicherheitsgründen ist jeder Evan Oven mit einem sogenannten Überlastungsschutz bzw. Thermoelement ausgestattet. Das sorgt dafür, dass im Falle einer Überhitzung der Ofen automatisch abschaltet und keinen Schaden nimmt. In der Vergangenheit haben wir bemerkt, dass dieser Überlastschutz teilweise auch durch den Transport auslösen kann, also durch Vibrationen auf dem LKW zum Beispiel. Dann müsst ihr einfach einen kleinen roten Knopf, der sich beim Evan-Oven hier auf der Unterseite befindet, fest reindrücken. Und wenn ich fest sage, meine ich wirklich sehr, sehr fest. Ihr könnt euch da auch einen Stift oder eine Münze zur Hilfe nehmen. Richtig fest reindrücken und danach sollte sich der Ofen wieder einschalten lassen. Wichtig, wenn es bei euch tatsächlich unter Last passiert ist, also im Betrieb der Ofen ausgegangen ist, dann öffnet mal die Tür, lasst den Ofen erstmal ganz in Ruhe abkühlen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und versucht erst dann, die Thermosicherung wieder reinzudrücken und den Ofen einzuschalten. In der Regel ist das die Lösung des Problems. Sollte das mal nicht so sein, könnt ihr einfach unseren Reparaturservice kontaktieren. Wir können euch dann eine Ersatzzeit zur Verfügung stellen oder ihr sendet den Ofen zu uns ein und er wird bei uns repariert und geht dann wieder an euch zurück.